Jetzt dauert's nicht mehr lang und wir sind wieder zu Hause. Glaub mir, das schwöre ich. Ja, Marlene wartet schließlich. Bestimmt sogar auf Cloud. Hm? Wenn er nicht so grantig ist, vielleicht. Kommt auf die Kohle an. Wartest du? Öffne die Tür. Die ist verriegelt. Gibt's einen Weg, sie zu öffnen? Ja, von dort drüben. Langsam geht Shinran hier echt auf den Sack, Leute. Da hinten ist übrigens auch die Entsorgungsstation, wie's scheint. Du meinst die, wohin wir die Roboterteile geschickt haben? Ach, die Schatzkammer. Da will ich nichts gesagt haben. Wie lässt sich die Tür öffnen? Denkbar einfach. Man muss nur die Hebel da gleichzeitig umlegen. Ich nehme die mittleren. Und ich den hier. Bleibt noch der da für dich. Die Notfallsperre ist momentan aktiv. Wir müssen die Hebel also gleichzeitig umlegen, ja? Okay, alle auf mein Kommando! Überlass das mal tiefer. Was soll das heißen? Na na, wer wird denn hier streiten? Also gut, eins, zwei... Oh! Mist, das ging in die Hose! Wir schaffen das. Eins, zwei... Versuchen wir es nochmal. Jetzt aber. Eins, zwei. Die Notfallsperre wurde aufgehoben. Jawoll! Ich glaube, wir sind ein gutes Team. Meinst du? Lasst uns ruhig auch mal einen Blick in die Schatzkammer werfen. Kinder, jetzt Tagesgeschenke. Wenn du reinkommst. Verriegelt? Ja, mit höchster Sicherheitsstufe. Was heißt das konkret? Dasselbe Spiel wie gerade, nur mehrmals hintereinander. Ha, diese Geizhälse. Geben ist seliger denn nehmen. Genau, nur nicht in unserem Fall. Aktuelle Einstellung, maximale Sicherheitsstufe. Barrett, Cloud, richtet euch genau nach mir, okay? Also gut, dann... Warte auf Tifas Zeichen. Ja, ja, schon klar. Leg los, Tifa. Also gut, es geht los mit der ersten Kombination. Eins, zwei... Achtet auf die Richtung. Das wird schon. Eins, zwei... Drückt in die angezeigte Richtung. Jetzt aber. Eins, zwei... Sicherheitsstufe 1 aufgehoben. Das war super, ihr beiden. Immer weiter so. Okay, nächste Runde. Eins, zwei... Sicherheitsstufe 2 aufgehoben. Super! Ich glaube, ihr habt den Dreh raus. Na sicher doch. Um Shinra 1 auszuwischen, würde ich alle Hebel der Welt in Bewegung setzen. Die Hälfte wäre geschafft. Jetzt kommt der Endspurt. Eins, zwei... Oh! Sorry!
Wir schaffen das. Eins, zwei. Das war nur zum Aufwärmen, okay? Das wird schon. Eins, zwei. Nicht so hektisch. Jetzt aber. Eins, zwei. Sorry. Das muss besser werden. Wie ein Herz und eine Seele. Ihr wisst schon. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Wär doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen. Eins, zwei. Das war nur zum Aufwärmen, okay? Das wird schon. Eins, zwei. Wo bleibt dein Taktgefühl, Cloud? Wir schaffen das. Eins, zwei. Sicherheitsstufe 3 aufgehoben. Absolut spitze. Uns hält nichts auf, was? Nur noch eine Kombination. Jetzt bloß nicht schwächeln. Eins, zwei. Versuchen wir es nochmal. Das wird schon. Eins, zwei. Nicht so hektisch. Jetzt aber. Eins, zwei. Sicherheitsstufe 4 aufgehoben. Entsorgungsstation wird entriegelt. Puh, geschafft. Ich dachte schon, das wird nie was. Aber echt mal. Mensch, Clouds. Ich dachte, du warst bei Soldat. Sowas stand nicht auf dem Lehrplan. Ach ja? Und wie war das mit dem Alleskönnen, Herr Alleskönner? Ja, ja, ist ja schon gut. Lasst uns lieber schnell drin nachsehen.
das klaut. Dann haben sich die Mühen ja gelohnt. Stopft euch die Taschen voll, und zwar pickepacke. Wieder nach unten? Was gibt es denn da noch zu tun? Also dann, auf ins Vergnügen! Das ist doch Direktor Shinra! Oh, ich sehe das Funkeln von Mako in deinen Augen. Du bist ein Soldat, nicht wahr? Ich war ein Soldat. Soldat ist man auf Lebenszeit. Nur ist die für euch ja eher kurz. Die meisten von euch sterben nämlich relativ früh, weil ihre Zellen schneller degenerieren. Details sind unter Verschluss, aber jeder Soldat weiß von seinem Schicksal. Natürlich. Hey, wir sind auch noch da! Ja! Ich lasse dich lieber gar nicht erst zu Wort kommen. Du redest mir zu viel. Ihr lasst mir ja keine Wahl bei all dem dämlichen Bockmist, den ihr täglich verzapft. Nichts als Klagen, welch gotterbärmliche Zeitverschwendung. Ja, Verschwendung. Das ist ein gutes Stichwort. Mako wird aus dem Lebensstrom gewonnen. Der aber ist für den Planeten existenziell. Wie ihr mit der Lebenskraft dieser Welt umgeht, ist Verschwendung! Was soll das bloß für ein Ende nehmen? Hä? Es sind tatsächlich wir, die das Mako fördern. Aber wer nutzt es denn Tag ein, Tag aus? Ihr alle wisst, woher das Mako stammt. Und doch wollt ihr auf den Fortschritt nicht verzichten. Sag mir, dass es nicht so ist. Was für ein Schwachsinn! Und selbst wenn es so wäre, dann nur wegen eurer verdammten Blenderei! Wir schicken den Leuten reinen Wein ein. Freut euch, kleine Narren aus den Slums. Denn von heute an seid ihr Agenten aus Wutai. Stachelt die Kriegslust unseres Volkes an. Wutai? Was soll der Scheiß? Das ist zu hoch für euch, dämliche Herren. Hey, was soll das werden? Ihr Narren, ihr habt das Essen schon seit langem nicht mehr in der Hand. Ihr habt uns vielmehr in die Hände gespielt bei unserer sorgsam geplanten Kriegsagitation. In diesem Sinne, ich bin dann also frei. Mit Dank von Shinra. Du Drecksack! So, die Vorstellung hat begonnen.
euch hier und heute unschädlich machen. Sie alle. Damals konnte ich nichts für sie tun. Cloud, träum hier nicht rum! Wir brauchen dich jetzt. Cloud, alles klar? Ja. Und bei euch? Ich habe zu tun bereit. Das Wollen soll euch deine Verbände. Nicht übertreiben. Hier kommt Barrett. Überlass das mir. Alles in Ordnung.
irgendwelche letzten Worte? Das wird gut. Tschüss! Wurde schon ungeduldig. Wie aus, wie der Fall. Ich mach das. Jetzt kann ich dir das sagen. Übernimm mal. Es ist kein Einsatz. Euer klägliches Schaden ist weg. Unsere Technologie ist nicht nur ein Kratzer. Bist du am Zug, Barrett?
Kein Problem. Gib mir einfach etwas Rückendeckung. Schneller! Wart ab! Komm schon! Action! Wer ist nicht drin? Jetzt! Stürzt euch auf ihn! Ich zähle auf dich! Zurück! Mein Einsatz! Überlass das mir! Ich mach das. Dann übernimm. Roger!
übernehmen. Gleich wird ihr geschehen. Los, hier kommt Barrett. Los, gib alles. Überlass das mir. Dein Einsatz. Lass mich mal. Nichts überstürzen. Auf Onkel Barrett des Ballers. Liebe Freunde, das tut mir ja wirklich leid, aber so langsam müssen wir abschalten. Seid versichert, dass die Hauptzeichnung bei der Niederlage uns wertvolle Dienste leisten wird. Gleich geschafft! Greif mir zusammen, Mann! Ich bin bereit! Den jag ich in die Luft! Alles in die Luft! Kümmere dich um Tifa! Danke für alles. Red doch nicht so, als wäre alles schon vorbei! Klar! Weg hier! Wenn euch das Video gefallen hat, dann scheut euch nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Mit den zwei eingeblendeten Videos könnt ihr euch außerdem weitere Inspirationen holen oder ihr geht auf unsere Webseite oder folgt uns auf Twitch. Die Links dazu findet ihr entweder in der Videobeschreibung oder in der Beschreibung des Kanals.